Gut, habe ich gut. Dann legen wir los. Also ihr könnt auf die Leinwand gucken, beziehungsweise auf die Wand ohne Line. Atari 8-Bit. Da ist ein bedeutender Unterschied zum Commodore. Ich mache das jetzt hier nochmal aus und starte den Atari neu, indem ich ihn einfach einschalte. Dann macht es dieses furzende Geräusch. Das bedeutet, dass der Atari auf seinem Bus, auf dem seriellen Bus, guckt, was für Geräte sind da. Und er fragt einfach mal so, hallo, ist da jemand? Das ist ein Befehl. Identify. Und dann sagt die Diskettenstation, ja, hier, ich bin eine Diskettenstation. Kassettenrekorder ist doof, der kann gar nichts sagen, der wird anders gesteuert. Aber auch Drucker oder so könnten zurück sagen, hallo, ja, ich bin hier Drucker. So, jetzt habe ich ihn eingeschaltet, dann sagt er ready, so wie beim C64, da kann ich dann also auch irgendwie hallo Programme schreiben und starten. Okay, jetzt habe ich die Diskettenstation daneben, ich schalte die ein, es macht halt schnirp schnirp, ich lege die Diskette ein und mache den Diskettenhebel zu und jetzt möchte ich gerne wissen, was da drauf ist. Was tippt man da normalerweise? Directory oder so? Nö, geht nicht. DOS? Geht auch nicht. Drücke ich Reset, die Diskettenstation ist wie gesagt an, eine leere Diskette ist drin. Sagt er Boot Error. Warum? Die Jungs von Atari waren halbwegs schlau. Die haben in das Betriebssystem, also in den Computer, das Betriebssystem eingebaut. Und das ist nur das Betriebssystem. Ursprünglich war auch noch nicht mal das Basic dabei. Das heißt, das Basic war ein Steckmodus. Bei den späteren Ataris, also nicht 400, 800, die braunen, sondern die späteren XL und XE. XL sind die weißen mit der Lochreihe drumherum und der XE sind die grauen, die so aussehen wie der Atari ST. Da war das Basic schon eingebaut. Und wenn man den ohne Basic starten wollte, musste man eine spezielle Taste drücken. Aber weiterhin, es ist nur das Betriebssystem, also die Grafikmodi und was man so braucht und im Betriebssystem Timer und so weiter, aber kein Disk Operating System, kein DOS. Null. Das DOS muss man erst dazuladen beim Booten. Deswegen steht hier auch Boot Error. Ich habe eine Diskette drin, die ist leer. Habe den Diskettenhebel zu, schalte den Computer ein. Ich mache das nochmal aus und wieder ein. Der sagt jetzt, hallo, ist da eine Diskettenstation? Ja, ist. Dann sagt er, gut, dann gib mir mal bitte Sektor 0. Gesagt, die Diskette ist leer, da ist nichts. Also er versucht jetzt verzweifelt Sektor 0 zu laden und sagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Was heißt das? Wir müssen, wenn wir die Diskettenstation benutzen wollen, erst die Diskettenstation anmachen, dann eine Diskette einlegen, die ein DOS enthält und dann den Computer booten. Das mache ich jetzt mal. Ich nehme die Diskette raus. Ich habe eine andere vorbereitet. Da ist das Atari DOS 2.5 drauf. Jetzt drücke ich nochmal Reset. Halte die Option-Taste fest. Das heißt, ich schalte beim Booten das Basic aus. Option festhalten. Und ihr hört, die Diskettenstation arbeitet und diese Dingili, das ist das Geräusch, wie die Daten übertragen werden. Jetzt landet er direkt im DOS. Ich mache das jetzt nochmal. Halte die Option-Taste nicht fest. Ihr hört, das DOS wird geladen. Das Gefurze kommt, da guckt er nochmal auf den Bus. Ne? Die eine Diskettenstation kennt er und sagt, da ist da noch irgendjemand, vielleicht eine zweite, dritte, vierte, ein Drucker oder ein Interface. Nein, okay, fertig, ready. So, jetzt kann ich hier wieder versuchen, Directory zu tippen und er wird mir wieder sagen, nee, oder keine Ahnung, LS Stern, mag er alles nicht, geht nicht. Wir müssen ins DOS gehen. Jetzt geht es, eben ging es nicht. Dann habe ich DOS getippt, kam Error, weil er hatte ja kein DOS gebootet. Jetzt sind wir im DOS und können uns Directory und sowas angucken und können auch mit dem Punkt B RAM Cartridge, Basic ist ein Cartridge, wieder ins Basic zurück. Was jetzt ein bisschen blöd ist, wenn ich hier was programmiere, so, damit es ein bisschen schöner aussieht, ja, hallo, hallo, hallo. Und dann ins DOS gehe, er lädt jetzt dieses Menü nach, das ist das sogenannte DUP. DOS ist der eigentliche DOS-Kern und DUP ist das Disk Utility Package. Jetzt bin ich da und sage wieder zurück ins Basic.
und wo ist mein Programm? Weg. Weil er natürlich für das Dub, das lädt er nach, Platz braucht. Das ist das Atari DOS 2.5. Das kam mit diesen, ihr könnt es hier sehen, XL. Schaut mal einmal, die Diskettenstation, das ist die XL-Diskettenstation. Also aus der zweiten Baureihe, die mit diesem Loch rein. Es gab ein DOS 1, das hatte fürchterliche Fehler. Dann gab es ein DOS 2, das war die überarbeitete Version. Dann kam diese neue Diskettenstation, die konnte nicht nur Single Density, sondern auch Enhanced Density, nicht Double, sondern so ein Mittelding. Das wurde von Atari zwar als Double Density verkauft, war aber ein Fake. Und dafür brauchten sie ein neues DOS. Dann haben sie aus dem DOS 2.5 ein bisschen umprogrammiert. Und ihr seht jetzt hier unter dem Punkt I, rechte Spalte, Format Disk. Und unten P, nochmal Format Single. Wenn ich mit I formatiere, kriege ich eine Diskette im Enhanced Format mit 999 Sektoren. Formatiere ich mit P, kriege ich eine im Single-Format mit 720 Sektoren. Ja. Ist da das DOS dann mit dabei? Also nein, noch nicht. So wie ich das dafür, verstehe, muss das DOS mit drauf auf die Diskette. Dafür gibt es den Punkt H. Ah. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich nehme die Diskette mit dem DOS raus, tue wieder meine leere Diskette hier rein, Klappe zu. Jetzt gucken wir mal. A ist Disk Directory. Das ist auch ein bisschen komisch. Jetzt drücke ich einmal A. Jetzt kommt noch nichts. Jetzt sagt er, von welcher denn? Kann ja sein, dass ich vier Diskettenstationen dran habe. Jetzt könnte ich sagen, D1. Und zwar zeigt mir alles. Das hier, was ihr da seht, ist aber die Standardeinstellung. Ich mache das mal. 707 freie Sektoren. Ich mache nochmal A. Jetzt würde er sagen, sag mir bitte, welche Station und was du willst. Also Stern.sys oder Stern.com oder alles, was mit A anfängt. Das ist aber Stern.stern ist hier eingestellt. Und wenn ich nur Return drücke, sagt er gleich 707 freie Sektoren. So, wir formatieren die Diskette jetzt mal. Single Density P. Welches Drive? 1. Bitte Yes drücken. Jetzt hört ihr, tak, tak, tak. Bop, 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 bop. Der Track-Anzeiger. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 20. Das da hat ein paar Daten geschrieben, nämlich das Directory. Da wo die Namen hinkommen und die Tabelle ist, welche Sektoren schon belegt sind. Jetzt gucken wir nochmal, was ist auf der Diskette drauf? Nichts. Wenn wir die jetzt booten würden, würde es wieder Boot Error geben, weil kein DOS drauf ist. Wir schreiben jetzt ein DOS drauf mit H. Auf 3.1, bitte Yes. Dann schreibt er das DOS. Und dann schreibt er das Dup, fertig. A, Return, Return. Jetzt haben wir DOS und Dup drauf. Jetzt können wir, M ist RAM vom Address, E477 ist Kaltstart, von dieser Diskette die Lilith booten. Noch jemand auf dem Bus? Keiner. So, da ist das DOS jetzt auf der neuen initialisierten Diskette. Das ist ziemlich umständlich, oder? So mit Menü und so, frisst auch ziemlich viel Speicher. Von den 707 Sektoren sind jetzt schon 79 weg, nur für das DOS und das DUP. Also gut 10%. Und wenn man ein Spiel spielen will, muss man erst das DOS laden und dann hier mit L wie Load ein Programm. Aufwendig. Achso, kann ich auch nochmal zeigen. Jetzt nehme ich mal hier eine von den vorbereiteten Spieldisketten. Die stammen noch original von 1983. Die gehen noch. Die sind ungefähr 14.000 Mal gespielt. Nee, das geht jetzt nicht. Ich lege die also ein, sage, zeig mir was drauf ist. A, Directory. Und da wären jetzt ein paar Programme drauf. Also wir laden mal. L wie Load. Jai, Russ. Und wenn ich zu faul bin zum Tippen, sage ich, Sternpunkt Stern, dann sucht er das erste, was passt. Sind das alles One-File? Bitte? Sind das alles eine Datei? Ja. Aha. Ein COM-File ist ein Compound-File, das heißt, das ist ein Maschinensprache-File. Okay, okay. So. Wo ist der Unterschied zu den anderen Files, diese Gesetze und was es alles gibt? So, jetzt ist das Ding abgestürzt, warum? Weil ich beim Booten
Option nicht gedrückt habe. Ach so. Er hat jetzt das Basic noch drin und das stört sich mit dem Maschinenspracheprogramm. Müssen wir es also normal machen. Ich halte jetzt die Option-Taste fest, die man hier sehen kann. Braucht man nur, bis das Blaue kommt. Jetzt lädt er das DOS. Alles fürchterlich aufwendig. Diskette wechseln. Das ist nicht wie damals, Disc Jockey. A, zweimal Return. Ich kriege angezeigt. L, Return. Gyros, Sternpunkt, Stern. X6 ist umbenannt worden. Das wäre Exe. Das hat man gemacht, als es schon PCs gab und man dann die Atari-Files auf dem PC gemacht hat. Und dann hätte der PC gedacht, das ist ein COM-File, das kann ich auch laden. Oder ein Excel-File, das kann ich auch laden. Das zur besseren Unterscheidung hat man die einfach XEX genannt. Damit der PC nicht denkt, das sind PC-Files. Ist aber eigentlich egal, wenn der... Ist okay, also man sieht, dass das funktioniert, ne? Jetzt gehe ich nochmal zurück und lade mir nochmal das DOS. Achso, beim Laden. Ein Maschinensprache-File, also so ein COM-File, erkennt das DOS daran, dass es einen Header hat. Also wenn du Load drückst, dann lädt er die ersten 6 Bytes. Die ersten 2 sind Magic Byte, FF, FF. Und dann kommt eine Adresse und eine Länge. Das heißt, hier kommt der erste, also Adresse, meinetwegen A0000, und die Länge ist 500. Das heißt, die ersten 500 Bytes von diesem File lädt er dann ab A. Und dann guckt er, ist das File zu Ende, fertig, zurück ins DOS, springen an die Startadresse, die er auch genauso geladen hat, oder es kommt noch ein Stück von F000 bis irgendwas, 500 Bytes. Also man kann Speicher nicht nur am Stück laden, sondern auch hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, plus die RAN-Adresse. Und wenn er dann das File-Ende erreicht hat, dann springt er in die RAN-Adresse und startet das. Deswegen heißt das auch COM-File, Compound, weil zusammengesetzt aus beliebig vielen Blöcken. Braucht man aber nicht wissen, COM und EXE sind Maschinensprache-File, die lädt man mit L wie Binary Load. So, das ist aber alles irgendwie fürchterlich aufwendig. Und dafür hat dann ein schlaues Kerlchen namens Stefan Bauke vor langer, langer Zeit das sogenannte Game DOS erfunden. Ich lege die Diskette ein und boote und kriege so ein Ding. Und da brauche ich dann nur C drücken für Gyros. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder nicht Option gedrückt, egal, gucken wir mal, was passiert. Und er lädt das. Und jetzt erkläre ich euch gleich, wie man sich solche Game Disketten macht. Das ist nämlich wesentlich einfacher. Ja, ich habe schon wieder vergessen. Das heißt, man muss trotzdem, dass man das Menü hat, trotzdem die... Ohne Basic. Also ich halte, wie man hier am Ellenbogen sieht, die Option-Taste fest beim Laden und lade jetzt nochmal Gyrus. Also das heißt, ich muss beim Einschalten des Computers schon wissen, was ich will. Will ich spielen oder will ich programmieren? Ja. Will ich in Basic programmieren? Kann ja sein, dass du in Action oder Assembler programmieren willst. So, jetzt geht es. Okay. So, und jetzt erkläre ich euch, wie man das macht. Wir haben ja eine leere Diskette vorbereitet. Mal gucken, welche das war. Das war die DOS-Diskette, ne? Die formatiere ich jetzt als Single mit 770. Oder mit Medium oder mit Double. Kommt gleich dazu. Okay. Das ist die DOS-Diskette. Jetzt laden wir uns das DOS. Da ist das DOS. Das ist jetzt die leere Diskette. Fangen wir noch, also sie ist nicht leer, aber wir machen sie leer. Ich mache das mal mit Single. P1, yes, schnörk, schnörk. Jetzt formatiert er das Ding. Jetzt haben wir gleich eine leere Diskette, mit der wir loslegen können. 13, 10, 5, 0, Directory, fertig. So, leere Diskette. Wie man sieht. Jetzt wollen wir uns ein Spiel kopieren. Holen wir uns von der anderen Diskette. Da ist das Gyros drauf. Wir machen das mal so. Ich kopiere das jetzt. Ich habe noch eine zweite Diskettenstation hier. Kann man ja auch zeigen.
Da ist eine zweite Diskettenstation, allerdings jetzt das USB-Gerät. Wir kopieren jetzt Gyros auf das zweite. D2. Gyros. Aber er fragt ja Copy from 2. Ja. Ich habe eine Aufnahme von D1. D1 ist standardmäßig eingestellt. Okay. So, jetzt müsste das auf der D2 drauf sein. Gucken wir mal nach. D2. Jo, ist angekommen. Jetzt kann ich meine Originaldiskette wieder sicher verwahren. Das tut nicht kaputt gehen. Jetzt lege ich die leere wieder ein. Ist immer noch die Leere und jetzt mache ich Copy D2 gyros.com, D1 gyros.com. So, jetzt haben wir offensichtlich, hat ja geklappt ohne Ding, ohne Probleme. Jetzt ist das Gyros da drauf. Jetzt nehmen wir von einer anderen Diskette diesen sogenannten NDOS-Konverter. NDOS heißt das Ding, weil es Nano-DOS genannt wird, also sehr klein. Starten ist halt 9. Wir laden ihn jetzt direkt von Diskette. Da ist er drauf. Wir starten den NDOS-Konverter. Jetzt sagt er bitte eine Diskette umlegen, das wollen wir reinlegen zum Konvertieren. Das tue ich jetzt. Und drücke Return. Und jetzt sagt er, das ist Gyros. Kann ich also schön auch mit großen und kleinen Buchstaben tippen. Gyros. Version oder keine Ahnung. Ich glaube, das kam von Coleco, ne? So, und das ist jetzt Retrovolution 2018. Jetzt schreibt er das auf die Disk. Zack, fertig. Und jetzt können wir wieder booten, ausschalten, Option festhalten, weil das ist ja Maschinensprache-Spiel. Eine Diskette namens Retrovolution 2018 mit dem Spiel Gyros drauf. Das heißt, ich kann jetzt ganz normal rüber kopieren und der hat sich dann in dieser Liste dann drin. Nein, die Liste musst du immer wieder neu anlegen. Du kopierst die Files erst alle zusammen auf die Diskette und dann startest du den Konverter, gibst den Disknamen und kannst dann halt, wenn das irgendwie The Great American Cross Country Road Race ist, das kann man ja auf 8 Zeichen schlecht abkürzen, gibt ein Loop. Das kannst du dann da bis zu 24 Zeichen auch ausschreiben. The Great Arm Road Race oder sowas. Ja, okay. Dieses Nano-DOS hat ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Der Vorteil ist, es ist echt sehr schnell. Booten, hörst du, bip, 3 Sektoren, kannst sofort starten. Der Nachteil ist, es braucht ein bisschen Platz auf der Diskette. Man kann nicht mehr als 17 Dateien auf die Diskette machen. Weil er nimmt den Rest vom Directory für seine eigene Verwaltung. Das ist aber kein Problem, weil mehr als 5 oder 6, 7, 8, 9, 10 Spiele kriegt man auf so eine normale Single- oder Enhanced Density-Diskette nicht drauf. Warum schließe ich jetzt Double Density aus? Das ist der zweite Nachteil. Der NDOS-Converter kann kein Double Density. Das gab es damals noch nicht. Das hat der Stefan Bauke, der das programmiert hat, einfach nicht berücksichtigt. Die normalen Diskettenstationen, so wie diese hier, das ist der Klassiker Standard bei Atari, kann auch von Haus aus nur Single und Enhanced Density. Das heißt, dafür ist das Ding völlig ausreichend. Mehr als 1000 Sektoren passen nicht drauf. Die Spiele haben üblicherweise so 40 bis 90 Sektoren, mal auch 130. Und das passt dann und damit kriegst du das auf die Diskette drauf. Ja. Aber flippen kann ich sie trotzdem. Ja, natürlich. Andere Seite geht auch. Da ist ein neues Directory drauf und eben auch neue Spiele und neues Nano-DOS. Das funktioniert. Nun benutzt ja kaum noch einer wirkliche Disketten, sondern eigentlich nur noch Disketten-Images, die man beliebig groß machen kann, mehrere Megabytes. Und dafür gibt es ein DOS, das heißt MyPicoDOS. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Dann muss ich aber die Diskettenstation ausmachen und jetzt direkt von der USB-Diskettenstation laden. Das Ding hat Highspeed, wie man hört.
So. Mal gucken. My Pico, da ist es schon. Mount My Pico. Und konnte da auf 2. Ich lege jetzt quasi eine virtuelle Diskette, ATR ist dieses Atari Image Format, ich lege eine virtuelle Diskette in mein Laufwerk 2 ein, weil auf 1 ist diese Shell gerade gemountet. Dann drücke ich hier 2 Tasten und tausche die Disketten aus und sage jetzt nochmal, bitte nochmal booten. Und jetzt lädt er dieses My Pico DOS, das ist jetzt auch ein DOS, das sogenannte X-DOS von Stefan Dorndorf aus Hamburg. Der hat das auch weiterentwickelt. Ursprünglich kam das aus Mitte der 80er, da hieß das noch Happy DOS 2D. Der hat das in den letzten Jahren noch ein bisschen erweitert und nennt sich jetzt X-DOS. Das ist mit das kleinste DOS, hat allerdings nicht diese Menüstruktur, sondern nur so wie man das von MS-DOS kennt. Man muss die Befehle dann tippen. Funktioniert auch ganz gut. Hat den Vorteil, dass es kein DUP hat, kein Disk Utility Package. Das heißt, wenn ich das jetzt vom Basic lade, ins DOS gehe und mir das Directory anzeigen lasse und wieder zurückgehe, ist mein Programm noch da. Es sei denn, ich mache Kopieraktionen, weil da brauche ich den Speicher natürlich. So, und hier ist jetzt dieses Pico DOS von Hias aus Österreich, Matthias Reichel. Und wir können das auch mal starten. Das ist hier sehr nett, da geht man nur hin und drückt den Shift Return und dann wird es direkt geladen. Und das sieht dann so aus. Und dann kann ich hier mit den Cursor-Tasten auswählen, was ich laden will. Das ist standardmäßig so, dass es nur die kurzen Namen anzeigt, aber ich kann, sieht man da unten, das Ganze auch auf lange Pfeilnamen umschalten. Der kann auch Subdirectories, das konnte das Atari DOS nicht. Der hat eine automatische Erkennung für Highspeed. Man kann es auch per Hand schalten, je nachdem, was man für ein Gerät dran hat. PC über ein Adapterkabel oder ein SD to Atari oder ein USB to Atari oder sonst irgendwas. Und das Ding kann auch Disketten-Images bis zu, weiß ich nicht, 16 MB Größe. Also da kann man hunderte von Files drauf machen in Unterdirectories und sich dann hier entsprechend durchdüllen. Das wäre also das also My Pico DOS in der neuesten Version von Hiasoft, also Matthias Reichel aus dem schönen Österreich, wäre die moderne Variante, die Single, Enhanced und Double Density kann und Disketten-Images in nahezu beliebiger Größe. Also das N-DOS von Stefan Bauke für normale Anwendungen oder wenn man sagt, ich kopiere mir einfach alle meine alten Disketten, so wie ich sie noch habe, Vorder- und Rückseite, auf ATRs, auf Images und lassen so wie sie sind, dann geht das Nano-DOS dann ganz gut. Oder wenn ich sage, ich will jetzt alle Spiele von A bis D, die es von Atari gab, auf ein Image und dann E bis G auf das nächste und H bis M auf das nächste, da würde ich das Pico-DOS verwenden. Habt ihr da noch Fragen zu? Jo, guti. Danke für die Aufmerksamkeit.